Ein Rucksack, der eine ganz berühmte Produktauszeichnung gewonnen hat, den ISPO Award 2020. Ein Rucksack, der als das Nonplusultra in der Skitourenszene gilt und an allen Ecken und Enden bei Händlern promotet wurde. Auch heute noch ist dieser Rucksack im Winter in aller Munde. Aber wieso? Das schauen wir uns heute im Produkttest des Ortovox O-Root an. Der Ortovox O-Root, in diesem Video habe ich das Modell in 30 Liter Größe als Beispielprodukt. Man kann aber pauschal alle O-Root Rucksäcke unter einen Bewertungshut werfen, denn sie unterscheiden sich abseits der Größe nur in Unwichtigkeiten. Fangen wir am besten bei den Hard Facts an, also mit der Frage, was ist er denn, was hat er denn, was kann er denn? Der O-Root kommt in den Größen 40 Liter, 32 Liter und in den S-Varianten mit 38 und 30 Liter daher. Damit ist er größentechnisch ein Mittelfeldspieler. Neben dem Volumen ist der O-Root im ersten Moment vor allem etwas schwer. Dafür, dass er mit 30 Litern in diesem Fall eher kleiner ist, sind über 1,3 Kilogramm für einen Rucksack doch irgendwie viel. Vergleicht man es vor allem mit den Konkurrenten, die teilweise auch noch deutlich günstiger sind. Das hat natürlich einen Grund. Nein, es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist die Masse an Ausstattung. Features, Features, Features. Ortovox hat in diesem Rucksack alles verbaut, was man im Ersatzteillager finden konnte. Wir haben große Hüfttaschen, Materialschlaufen, die auch als Kompressionsriemen gebraucht werden, Steigeisenfixierung, Seilfixierung, Pickelbefestigung, Stockbefestigung, integriertes Helmnetz. Ja, integriert tatsächlich. Grüße an den Peak Light an dieser Stelle. Wir haben natürlich ein Trinkblasensystem und auch diverse Befestigungssysteme für Ski und Snowboard. Mir würde per se schon nichts mehr einfallen, was dieser Rucksack nicht sonst alles hat oder haben könnte. Die Liste ist wirklich endlos lang und das viele Plastik und auch die Stoffschlaufen und auch teilweise die Metallhaken sind eben nicht leicht, gerade in dieser Masse. Und dann gibt es da natürlich noch den zweiten Grund, das Rückensystem. Der Ortovox O-Root zeichnet sich nämlich durch eine Rückenkonstruktion aus, die extra stark gepolstert ist und laut Ortovox das Gewicht so besser an den Körper bringen soll und gleichzeitig ergonomischer verteilen soll. Der Rucksack ist außerdem an diversen Stellen verstärkt. Weniger gegen Abrieb, sondern mehr um dem Rucksack die Stabilität und Form zu geben, die er nun mal hat. Dazu komme ich aber im subjektiven Teil gleich nochmal. All das führt eben letztlich zu einem nicht gerade geringen Gewicht. Schauen wir uns die von Ortovox erklärte Zielgruppe an. Denn sie sagen selber, dieser Rucksack ist ideal für Skitourengeher, Hochtourengeher, damit natürlich auch für die Kombination, also Ski-Hochtourengeher und auch teilweise fürs Bergsteigen und Freeriden ein Thema. Beim Klettern sagt Ortovox aber deutlich, nix da. Soweit die Selbsteinschätzung von Ortovox. Aber wie schlägt der Ortovox O-Root denn sich in der Praxis wirklich? Ist er wirklich klobig und schwer oder ein Genuss von Skitourenrucksack? Dazu erzähle ich euch jetzt was im subjektiven Meinungsteil. Der O-Root schlägt sich in manchen Bereichen wirklich, wirklich, wirklich gut, weil er eben tatsächlich praktisch, robust und sehr stabil ist. Stabilität ist genau dieser eine Punkt, auf den Ortovox wahrscheinlich hier einen Augenmerk legen wollte, denn gerade in der Rückenkonstruktion, die schauen wir uns gleich nochmal an, da sieht man das einfach, das penetrant auf Stabilität und vor allen Dingen eben diese Form, die er eben die ganze Zeit haben soll, auch wenn er leer ist, auch wenn er voll ist. Darauf wurde einfach geachtet und das merkt man an einigen Punkten. Schauen wir uns diese ganzen kleinen Features nochmal schnell an und vor allen Dingen bewerten wir sie, wie wir sie finden. Wir haben in diesem Bereich hier unten eigentlich die Masse an Funktionen, die wir hier an der Front verwenden können. Wir haben auf der einen Seite eben die Pickelbefestigung, die wir hier rausnehmen können, das ist die klassische Pickelschlaufe, die wir auch von den Peaks kennen beispielsweise, aber auch von anderen Ortovox-Modellen. Wir haben hier unten ein integriertes Netzfach, wo wirklich einfach das Netz für den Helm schön verstaut werden kann und wo auch ein Reißverschluss zugemacht werden kann. Das Ding kann nicht verloren gehen, es hängt dann da einfach runter. Das finde ich wahnsinnig praktisch, das sollten Sie tatsächlich bei allen Rucksäcken, die Sie im Sortiment haben, in Zukunft so umsetzen. Für die Skihalterung haben Sie sich hier etwas Spezielleres überlegt. Sie haben hier eine deutlich stärkere Verarbeitung von diesen Schlaufen im Prinzip. Sie haben hier nicht mehr nur oben dieses normale Band, sondern Sie haben hier tatsächlich zwei, wo einmal sozusagen der Ski, hier ist ja dann die Bindung, durchgesteckt wird und das hält alles sehr, sehr gut. Wir haben hier sehr praktisch ein abklappbares Notfallfach, das heißt, wir haben hier Schaufel, die Sonde und den Schaufelschaft.
Und das alles ist hier wirklich, wirklich klein verstaut. Das fällt überhaupt nicht auf. Also das nimmt auch vom Rucksackvolumen nur sehr, sehr wenig weg. Und man bringt hier tatsächlich dann auch noch das ein oder andere praktische Teil rein. Zum Thema praktisches Teil. Wir haben hier beispielsweise noch die Möglichkeit, dass wir eine Kleinigkeit verstauen. Hier haben wir zum Beispiel die Zusatzbänder standardmäßig drin, die man braucht, um eben die Frontbefestigung von Skiern und auch von Snowboards bewerkstelligen zu können. Das alles ist hier ganz gut untergebracht, aber im Prinzip passt da noch eine ganze, ganze Menge rein. Auch ein zweites kleines Fach stellen sie uns zur Verfügung. Das ist hier auch wieder abgedeckt. Die Reißverschlüsse sind leider nicht die besten. Sie sind sehr, sehr kleinzahnig. Sie sind eher nicht die teuersten, sie sind nicht so wasserdicht, wie man das gerne hätte, deswegen haben sie eben hier auch diese Lippe drüber. Das ist nicht bei allen der Fall. Die, die etwas exponierter sind, die sind hochwertiger, aber bei dem zum Beispiel haben sie meiner Meinung nach etwas gespart. Das ist ein fehleranfälliger Reißverschluss. Generell die Reißverschlüsse hier alle sehr klein und dezent gewählt. Das hätte man durchaus robuster machen können. Dann hätte man hier wahrscheinlich auch langlebigere Produkte damit entwickelt, weil der Rucksack ja als Ganzes als langlebig verkauft wird. Hier haben wir nochmal ein etwas größeres Fach als vorne und das ist im Prinzip schon die letzte Größe, wenn man jetzt mal das Notfallfach außen vor lässt, weil man das ja wirklich für nichts abgesehen davon so richtig verwenden wird. Und dann haben wir eben das Hauptfach und das finde ich persönlich vom Einstieg her katastrophal. Das ist einfach schlecht. Das ist schlecht gelöst. Man hätte hier beispielsweise das designtechnisch anders machen können, dass zumindest das Hauptfach bis hier nach unten aufgeht. Auf beiden Seiten, das wäre technisch überhaupt kein Problem gewesen. Es gibt diverse Rucksäcke, wo das so gelöst wurde. Sie wollen hier die Nahtverstärkung eben genau hier unterbringen. Ich verstehe das auch, weil man hier dann eben den Ski befestigen will. Ich finde, man hätte das nicht machen müssen. Ich finde, der Rucksack hätte trotzdem genug Stabilität gehabt. Aber man sieht hier, für die Stabilität werden auch Einbußen im Komfort in Kauf genommen. Und das ist eher Orthobox untypisch. Jedenfalls ist der Einstieg fürs Hauptfach wirklich viel zu klein. Der Rucksack hängt natürlich durch die Notfallausrüstung immer etwas nach unten und nach hinten und dadurch ist das Hauptfach nie so richtig voll. Es fühlt sich immer von Haus aus schon mal irgendwie klein und eng an. Dabei könnte es sehr, sehr groß sein. Man sieht es nämlich auf der Seite. Man sieht, wie das zusammenfällt in sich. Und dieses System ist einfach schlecht gelöst. Das haben sie nicht gut gemacht. Sie haben dem Rucksack so viel Stabilität hinten gegeben, dass vorne im Prinzip alles wie ein nasser Sack drauffällt. Und dadurch verliert der Rucksack im Prinzip das Volumen im Hauptfach, das man ihm eigentlich so dringend geben muss, gerade bei den 30S-Versionen und bei den 32-Liter-Versionen. Das ist ein wirklich großes Manko an dieser Stelle. Das Trinkblasensystem funktioniert einwandfrei. Hier ist auch wieder hochwertig gearbeitet worden. Wir haben hier ein ganz deutliches Fach drinnen dafür, das auch nochmal extra mit einem Reißverschluss abgedeckt werden kann. Das macht alles ganz viel Sinn und das ist auch alles ganz gut durchdacht. Sie haben hier übrigens nur auf einmalige Reißverschlüsse gesetzt und nicht auf Zwei-Wege-Reißverschlüsse. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da hat man einfach am falschen Ende gespart. Das hätte nicht so viel mehr gekostet. Die 2 Euro hätte man bei so einem hochpreisigen Rucksack definitiv noch draufhauen können. Und jetzt schauen wir uns aber die Rückseite an. Und die Rückseite ist eigentlich das, weshalb ich den Orut als einen der spannendsten Rucksäcke ganz generell am Markt, zumindest im Winterbereich, betrachte. Wir haben hier nämlich ein System, das wir schon mal wo gesehen haben. Vielleicht nicht alle von euch, aber definitiv viele von euch kennen dieses Rückensystem von Fotorucksäcken. Fotorucksäcke gerade für so Stadttracker, die hatten das immer schon, dass man den Rucksack umdrehen kann und nur von hinten auf die ganzen Wertsachen zugreifen kann. Es war ein Diebstahlschutz und es hatte auch den Vorteil, dass man vor sich eine Art Tisch hatte, mit dem man Objektive wechseln konnte und so weiter. So, das nur mal hier als Trivia. Im Prinzip nichts Innovatives, nichts Neues. Sie haben das einfach aus der Branche der Fotosparte so kopiert und es funktioniert auch wirklich gut. Mit dem Manko, dass eben, wie ich es vorher schon angesprochen habe, die ganze Rückenkonstruktion sehr steif ist, sehr stabil, sehr robust, dass alles sehr wertig wirkt. Vorne hingegen haben wir aber eben unseren Nylonsack und da ist eben das Problem, dass wir durch diesen Sack die Stabilität, die wir hinten haben, vorne nicht haben und somit natürlich auch das ganze Konstrukt, wenn es hier so vorne auf uns aufliegt, ich blende dazu mal was ein, auch ein bisschen weiter runterhängt. Das bedeutet, wir haben hier dann nicht einen schönen 90 Grad Winkel, sondern mehr so einen ja, 140, 150 Grad Winkel, was letztlich leider dazu führt, dass einem schneller mal auch Sachen rausfallen können,
womit die komplette Funktionsweise dieses Dings natürlich obsolet geworden ist. Jetzt werden einige von euch sagen, ja, aber dafür war das ja nicht gedacht. Es war ja dafür gedacht, dass man das Ding runternehmen kann, auf den Boden legt und dann den Rücken aufmachen kann, ohne dass der Rücken nass wird. Deswegen ist es kein Frontloader, sondern eben so ein Backloader, könnte man schon fast sagen. Dieser Gedanke ist ja auch richtig. Die Frage ist nur, will ich tatsächlich meinen Rucksack immer wieder runternehmen, wenn es nicht eigentlich auch die Option gäbe, dass ich das vorne vor mir machen kann, sodass eben gar nichts nass wird. Die Sache, dass man den Rücken nicht nass machen will, ich bin voll dabei, ich bin voll dafür, absolut korrekt. Aber wenn ich schon so eine Konstruktion auf den Markt bringe, dann kann ich sie auch so weit denken, dass ich tatsächlich hier eine stabile Auflagefläche habe, mich hier an meinem Hauptfach bedienen kann, ohne dass ich letztlich den ganzen Rucksack runternehmen muss oder mir eben das Ding so runter und durchhängt, sodass das ganze Konzept dahinter obsolet ist. Insofern auch hier, die Idee ist wahnsinnig gut, sie ist nicht neu, aber sie ist sehr gut, sie ist im Bergsportsegment relativ neu. Deshalb eine gute Idee. Sie wurde aber eben nicht zu Ende gedacht, zumindest in Sachen Konstruktion wurde sie nicht ganz zu Ende gedacht. Und das ist eben furchtbar schade. Und das, finde ich, steht als subjektives Teilfazit im Prinzip über diesen ganzen Rucksack. Diese Dinge sind alle gut gemacht, innovativ, aber unterm Strich nicht zu Ende gedacht. Alles, was der Rucksack kann und hat, das funktioniert alles. Aber es funktioniert halt nur bis zu dem Punkt, so weit wie eben Orthovox dabei eben auch darauf geachtet hat, dass das Design und das Produktdesign und alles nochmal stimmig und zusammenpasst. Darunter leidet dann letztlich die Qualität der Funktionen für sich. Und das ist eben, um das Ganze mit einem Wort zusammenzufassen, schade. Kommen wir zu guter Letzt noch zum Preis und zu einem Fazit. Müsste man auf den Orthovox Orut, in diesem Fall auf den 30S, ein Preisschild kleben, wäre das laut Orthovox 170 Euro. Müsste ich ein Schild drunter kleben, hätte das die Aufschrift zu teuer. Die Rechtfertigung für den Preis, die gibt es letztlich nicht. Orthovox explodiert in den Equipmentpreisen seit 2 Jahren phänomenal und macht sich überhaupt keine Mühe, Preissprünge im 20% Bereich überhaupt zu erklären. Auch die Konkurrenz hat man schon lange hinter sich gelassen. Gründe dafür kann ich bei diesem Rucksack nicht wirklich sehen. Womit wir damit aber auch zum Fazit kommen. Das Rückensystem ist klug gemacht, es macht Sinn und ist bei so einer Art Rucksack jedenfalls eine gute Idee. Innovativ ist es aber eigentlich nicht. Es wurde aus anderen Branchen so schon mal übernommen. Die Vielzahl an Ausrüstungsfächern ist definitiv komfortabel, aber die Stabilität, die der Rucksack für die Menge an Fächern und Ordnung braucht, führt dazu, dass der Eingriff ins Hauptfach darunter eben leidet. Er ist jedenfalls ein Raumwunder und auch ein Organisationswunder. 170 Euro ist er aber definitiv nicht wert. Zum Glück findet man ihn heute teilweise im Abverkauf schon für deutlich weniger, um die 130 Euro. Da kann man dann schon mal gerne zugreifen. Denn obgleich der ganzen Kritik, der Orthovox Orut ist ein guter Rucksack. Er fühlt sich nicht nach 1,3 Kilogramm an. Er ist wirklich ergonomisch. Er ist tatsächlich, man will es kaum glauben, robust und sehr widerstandsfähig, was Feuchtigkeit betrifft. Aber er hat Fehler und schlechte Konzepte, die in dieser Preisliga nicht verhandelbar sind. Deshalb an dieser Stelle von mir 8 von 10 Punkten. Mit dem ein oder anderen Detail mehr oder weniger hätten es 9 sein können. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, würde ich den Preis in diese Wertung einfließen lassen, wären es weniger Punkte. Wenn euch dieses Review gefallen hat, ihr wisst Bescheid, gerne einen Daumen nach oben geben auf das Video. Wenn euch Tests dieser Art gefallen, was haltet ihr von diesem Rucksack? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Bin sehr auf eure Meinung gespannt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!